Ein 38-jähriger Mann ist am Sonntagabend bei einem Schwimmausflug im Bodensee bei Langenargen ertrunken, wie das Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen berichtet. Seine Freundin kehrte wegen Beinschmerzen zum ca. 100 Meter entfernten Ufer zurück und konnte ihn nicht mehr sehen, als sie sich umdrehte. Sie rief um Hilfe, woraufhin zwei Badegäste mit ihren Subboards herbeieilten und den regungslosen Schwimmer auf ein Subboard zogen. Anschließend begannen sie mit der Reanimation. Ein durch die Hilferufe aufmerksam gewordener Schlauchbootfahrer eilte ebenfalls zur Hilfe und schleppte die Personen in Richtung Ufer. Dort wurde der Verunglückte auf ein Feuerwehrboot gebracht, das bereits eingetroffen war. Die Reanimation wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte fortgesetzt. Diese brachten ihn unter fortlaufender Reanimation in das Klinikum Friedrichshafen, wo er später verstarb. Die Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen hat die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.